Wenn ihr privat oder beruflich mit Linux zu tun habt, dann werdet ihr früher oder später auf die Linux-Konsole, das Terminal oder die sogenannte Shell stoßen. Das ist im Grunde alles das eine, hat nur verschiedene Begrifflichkeiten, je nachdem, wie man darauf zugreift. SSH ist da auch ein Stichwort zum Beispiel, das ist die Secure Shell, das ist die Shell, mit der man über die Ferne, also remote, darauf zugreifen kann. Wenn man damit noch nichts zu tun hatte und jetzt damit quasi anfängt, dann kann einen das ein bisschen überfordern und gegen diese Überforderung soll jetzt diese Videoserie dienen. Wir fangen ganz klein an. Das Video wird auch nur relativ kurz, weil ich nur kurz erklären möchte, was die Shell eigentlich ist und was die kann und für was ihr die braucht. Und später schauen wir uns dann Praxisbeispiele an. Deshalb habe ich nur ein kurzes Video gemacht. Es gibt ein paar andere Einführungsvideos, die dann eine halbe Stunde lang sind oder so. Ich wollte euch jetzt hier aber nicht überfallen, deshalb halten wir das kurz. So, der erste Teil ist, wie komme ich überhaupt auf die Shell? Das ist unterschiedlich, das kommt aufs Szenario an. Wenn ihr also auf einen Server zum Beispiel zugreift oder auf euren Raspberry Pi, dann geht ihr normalerweise über das SSH-Protokoll auf eure Shell, also die Secure Shell. Das geht in Windows zum Beispiel über PuTTY. Wenn man auf Linux oder Mac ist, dann ist SSH da schon integriert direkt. Ich bin jetzt hier auf dem Linux direkt, also auf Ubuntu, und da gibt es einfach das Terminal. Da bin ich ja schon lokal auf dem Rechner, den ich jetzt administrieren möchte. Ich gehe einfach mal auf meine Applications und gebe hier oben Terminal ein. Und da kriege ich eine Applikation gezeigt, die kann ich einfach aufmachen. Und schon bin ich da. Also der erste Schritt ist jetzt schon mal gelungen. Wir sind auf der Konsole gelandet. Ja, für was brauche ich die und was kann die? Also die kann ziemlich viel, die kann im Grunde das Gleiche, was auch eure grafische Oberfläche bei Ubuntu zum Beispiel kann oder kann auch ein bisschen mehr sogar. Wir fangen jetzt aber mal ganz klein an und schauen mal uns so ein paar Basics an. Im Grunde macht ihr nichts anderes, als Programme aufzurufen, die irgendwas für euch erledigen. Da gibt es zum Beispiel das Programm CP. Jetzt gebe ich mal hier an, Man, das ist die Man-Page, also die Anleitung, das Manual, und hinten dran das Programm CP. Drücke hier auf Enter und dann bekomme ich so eine Art Hilfe für das Programm. Und hier steht schon Copy Files and Directories, also CP steht für Copy und kann einfach Dateien kopieren. Und dafür gibt es eine Quelle und eine Destination, also Source und Destination. Es gibt hier ein paar Optionen, was man damit alles machen kann. Wir gucken uns das jetzt erstmal noch nicht so genau an, aber wir werden jetzt einfach mal was kopieren. Als erstes gucke ich mal, wo bin ich denn? Mit pwd kriege ich den Pfad angezeigt, wo ich bin. Mit ls-ltra kriege ich mal angezeigt, wo ich hier überhaupt stehe. Zum Beispiel habe ich hier den Ordner Downloads. Mit cd, Change Directory, kann ich da reinwechseln und habe da erstmal nichts drin. Ich mache jetzt aber mal eine Testdatei und wenn ich jetzt nochmal ls-ltra mache, dann steht da usefulvid. Die anderen Befehle, die sind jetzt erstmal nicht so wichtig. Ich will jetzt nur generell mal den Umgang mit der Shell zeigen. Also lasst euch da jetzt bitte nicht von irritieren. Ich habe jetzt also eine Datei, die heißt usefulvid. Copy, haben wir ja gesagt, kann die Datei kopieren. Das heißt, ich gebe jetzt cp ein und dann nehme ich usefulvid. Das ist jetzt die Datei und die will ich auf eine andere Datei kopieren. Die nenne ich dann usefulvid-copy. Drück Enter, fertig. ls-ltra nochmal anzeigen lassen. Jetzt habe ich beide identische Dateien da. Die haben 0 Byte, die sind leer, aber immerhin, der Kopiervorgang hat funktioniert. Das sind so die ersten Operationen, die man wahrscheinlich in der Shell machen kann oder machen wird. Alle Programme, die ich hier aufrufe, zum Beispiel ls ist ein Programm, touch ist ein Programm, cp, also copy ist ein Programm, pwd sind alles Programme. Das sieht man daran, wenn ich zum Beispiel mal witch, was natürlich auch ein Programm ist, eingebe und gebe cp ein, dann kriege ich den Pfad angezeigt. Im User-Bin liegen die meisten Programme, die ich direkt über die Shell aufrufen kann. Anderes Beispiel ist das Programm rm für remove. Da kann ich jetzt zum Beispiel usefulvid-copy eingeben und damit habe ich die Datei wieder gelöscht. So. Spannend wird es jetzt, was mir gerade so einfällt, wenn ich mal witch eingebe. Aber das funktioniert natürlich auch, weil auch witch ist ein Programm. Und er zeigt mir dann den Pfad an zu dem Programm Witch eben. Der liegt auch im User-Bin. Also die Grundlage ist einfach, man meldet sich an, entweder über SSH, über das Terminal und kann dann kleine Programme ausführen, die eben Dinge für einen erledigen, zum Beispiel irgendwas zu kopieren. Wie man diese Programme dann nutzt, findet man in der Man-Patch raus. Also ich kann bei jedem Programm Man schreiben und dann zum Beispiel Witch. Das ist ja auch ein Programm, das wir gerade benutzt haben. Und hier steht dann, was ich da alles mitmachen kann. Zum Beispiel gibt es auch Optionen, die ich mitnehmen kann. Das sind jetzt hier relativ wenige, das ist ein relativ simples und einfaches Programm. Mit Q komme ich hier wieder raus und ich kann natürlich auch bei Man nochmal auf CP gehen.
Und hier habe ich eine ganze Menge Optionen mehr und oben sieht man halt die Syntax. Man gibt erst CP ein, dann eine dieser Optionen, die jetzt hier aufgelistet sind und dann kann man eben Source und Destination angeben. Eine interessante Option, die man vielleicht verwenden kann, ist die hier zum Beispiel, gibt's minus P und da werden dann ein paar Sachen noch mitgenommen, zum Beispiel die Zeitstempel der Datei, die werden dann unverändert mitkopiert und er bekommt keinen neuen Zeitstempel durchs Kopieren. Damit will ich euch nur sagen, keine Angst vor der Shell. Man muss sich da langsam rantasten, wie das Ganze funktioniert und ja, kann dann auf diesem Wissen eben aufbauen.